Ja, verlässlich wie die Fusion, würde ich sagen, starten wir pünktlich. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie alle, Medienvertreterinnen, Medienvertreter und interessierte Öffentlichkeit, ganz herzlich hier zur heutigen Pressekonferenz des Kulturkosmos. Seit 22 Jahren Veranstalterin des Fusion Festivals an der Müritz, aktuell bedroht durch die Absicht, anlasslose Polizeikontrollen auf dem Festivalgelände durchzuführen. Deshalb heute diese Pressekonferenz. Ich freue mich, dass Sie da sind. Mein Name ist Petra Barth. Ich freue mich, dass ich hier bin und diese Pressekonferenz moderiere. Das ist ja nichts, was so häufig vorkommt. Das ist nämlich tatsächlich die erste Pressekonferenz, die der Kulturkosmos seit Bestehen durchführt, aus Gründen. Presse war in der Regel verzichtbar, weil das Festival auch so gewachsen ist und weil ja auch dort eine Privatsphäre gewahrt werden sollte. Wir freuen uns dennoch, dass Sie alle da sind und auch über das rege Interesse, was sich schon in den letzten Tagen auch dokumentiert hat in der Berichterstattung, was zeigt, dass es hier auch um mehr geht als um die Bedrohung dieses Festivals. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken an dieser Stelle, dass wir die Pressekonferenz hier heute im Maxim-Gorki-Theater durchführen können. Wir bedanken uns ganz herzlich an dieser Stelle beim Ensemble und auch bei der Intendantin Chemie Langhoff, die hier gewesen wäre, wäre sie nicht kurzfristig erkrankt. Und wir freuen uns über diese Solidarität und dass wir heute jetzt hier sitzen können. Vielleicht kurz zum Ablauf. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir erstmal hier die ganze lange Reihe sprechen lassen mit kurzen Statements. Ich möchte kurz einmal vorstellen, Sie werden gleich sprechen in der Reihenfolge, wie Sie sitzen. Das ist zum einen Martin Eulenhaupt als Vorstand des Kulturkosmos. Daneben sitzt Henry, oh Gott, jetzt muss ich doch wieder aufhören, Tesch, Bürgermeister von Miro und auch ehemaliger Kultusminister im Land Mecklenburg-Vorpommern. Daneben Janko Gessner, der aktuell juristisch berät und sozusagen Anwalt des Versammlungsrechts ist. Daneben Till Steinberger, Leiter des Ordnungsdienstes, der sich aktuell mit den Fragen auch des Konzeptes der Sicherheit auf der Fusion beschäftigt. Daneben Bijan Mohini, ein Vertreter der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Schön, dass Sie da sind. Suse von Essen, auch vom Kulturkosmos, vom Vorstand. Larissa Krause hier heute für die Clubkommission. Und Stefan Pelzer, ebenfalls vom Kulturkosmos. Und möglicherweise räumt er auch noch kurzfristig oder werden da noch Stühle ausgelost für Merit Becker, die eventuell noch hier dazu stößt. Ja, im Anschluss an die Statements gibt es dann Zeit und Raum für Ihre Fragen. Und vielleicht noch der Hinweis oder die Information, dass alle, die hier vorne sitzen, auch danach für einzelne Interviews zur Verfügung stehen. Nicht drängeln, aber alle werden auch danach da sein. Und vielleicht auch noch die Information, dass das Ganze hier gestreamt wird und übertragen wird. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in die Pressekonferenz mit dem ersten Statement. Und hier liegt noch irgendein anderes Mikro, weil ich gebe das nicht weg. Martin Eulenhaupt, Vorstand des Kulturkosmos. Ja, ich halte mich kurz, weil wir auch so viele sind. Ich muss noch mal kurz sagen, das war für uns auch natürlich Neuland, dass wir an die Presse gehen. Das ist dem geschuldet auch gewesen, dass wir gemerkt haben, wir sind in einer Situation, die muss an die Öffentlichkeit. Wir sind in den Verhandlungen mit den Behörden und mit der Polizei in einer Situation gelandet, in der keinerlei Annäherung mehr ersichtlich war. Und wir haben natürlich gesehen, wir müssen unsere Besucherinnen und wir müssen unser Netzwerk an Mitarbeiterinnen darüber informieren, was die Situation ist. Und in dem Moment, wo wir das machen, ist es auch an der Stunde, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann haben wir uns erstmalig zu diesem für uns neuen Schritt entschlossen. Es war schon sehr erstaunlich, was dieser Schritt ausgelöst hat, wie viel Öffentlichkeit hier über die ganze Republik entstanden ist und wie groß das Interesse an dem Thema ist. Und das Thema wurde ja etwas gesetzt mit der Headline Fusion Festival bedroht oder soll nicht stattfinden oder ist vakant. Und wir haben das natürlich nicht alleine auf diese Headline reduziert, sondern wir haben gesagt, es geht hier um viel mehr. Es geht zum einen natürlich darum, dass die Polizei erstmals nach 20 Jahren ihre Strategie gewechselt hat und uns sehr unverhofft im November damit konfrontiert hat, dass
in Zukunft ab diesem Jahr die Polizei eine Polizeistation zentral auf dem Gelände errichten wird und dass die Polizei Zugang und anlasslos dieses Gelände bestreifen will in alle Bereiche. Und das war für uns etwas, was nicht vorhersehbar war, vorhersehbar nicht vorhersehbar anhand der jahrelangen guten Zusammenarbeit mit der Polizei, die auch, wie man sagen kann, auf Augenhöhe erfolgt ist, wo man auf sehr vernünftiger Basis geguckt hat, was tut Not und was macht die Polizei. Sie hat sich sehr konzentriert auf die Kontrolle des an- und abreisenden Verkehrs, um sicherzustellen, um den Menschen, die dort feiern, klarzumachen, wenn ihr wieder nach Hause fahrt, müsst ihr nüchtern sein. Das fanden wir, hat immer die Jahre unsere Unterstützung auch gefunden. Und es war ansonsten so, dass es immer die Möglichkeit gab, für die Polizei auf das Gelände zu kommen, sofern es irgendeinen Anlass gab, wir sie gerufen hätten oder jemand anders sie gerufen hat und es eine polizeirelevante Frage gab, die dort zu klären gewesen wäre. Dazu muss man aber auch sagen, dass wir sie selten gerufen haben. Und zwar deshalb, weil es sehr selten Situationen gab, in denen wir die Polizei gebraucht hätten. Seit 2016 gab es auf dem Gelände des Flugplatzes bereits ein Kriseninterventionsteam, also sowas wie eine kleine schnelle Eingreiftruppe. Das haben wir damals mit der Polizei verhandelt und das war auch eine gute Lösung, weil klar war, wenn wir sie brauchen, dann wollen wir natürlich nicht, dass sie erst eine Verkehrskontrolle abbauen und zu uns kommen, sondern wollen wir, dass sie schnell kommen. Dieses Kriseninterventionsteam hatte dort, glaube ich, ein sehr entspanntes Wochenende, weil wir sie in den letzten zwei Festivaljahren nicht gebraucht haben und auch nicht einmal gerufen haben. Nun kam dieser Schwenk und das möchte ich jetzt einfach noch damit auch schon zum Ende bringen. Damit hat sich die Auseinandersetzung verschärft und wir haben in der Diskussion einen Vorschlag gemacht, den wir für praktikabel und dem entsprechend hielten, was an uns an Anforderungen gestellt wurde. Da haben wir gesagt, eine Polizeistation auf dem Flugplatzgelände sehen wir als praktikabel und sehen wir auch als richtig, dass damit dem Recht gegeben wird, was die Polizei am Anfang eingefordert hat, nämlich sie will, dass die Bürger, sprich die Festivalbesucher, die Polizei erreichen können, wenn sie das wollen. Und dass das nicht so kompliziert ist, man hinterher zur Polizeiwache fahren muss, haben wir dem auch so zugestimmt. Allerdings außerhalb des eingezäunten Festivalgeländes. Und da möchte ich jetzt einen Vergleich bringen, der auch schon mal das ein oder andere Mal gefallen ist. Wir haben gesagt, die Polizeistation verhält sich für uns ähnlich wie der Geldautomat. Der Geldautomat, der steht mit Absicht nicht mitten auf dem Gelände, sondern steht vorne am Flugplatz, am Tower. Und zwar deshalb, weil man auf diesem Festival will eigentlich niemand den Geldautomaten sehen. Trotzdem gibt es Leute, die den Geldautomaten brauchen und die laufen dann dahin, zu 10 Minuten zu Fuß. Und ähnlich verhält es sich mit der Polizei. Wenn man sie braucht, muss sie erreichbar sein, aber niemand möchte sie die ganze Zeit dort sehen. Und so hat sich das irgendwie, also so haben wir das auch für uns so ein bisschen auch nach außen getragen. Und wir finden, das wäre ein sehr praktikabler Kompromiss gewesen. Muss allerdings sagen, die Polizei hat sich keinen Millimeter darauf zubewegt. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich sehr erstaunt war, wir alle sehr erstaunt waren, was diese Petition ausgelöst hat. Wir haben in zwei Tagen, weiß ich nicht, 95.000, 92.000 Unterzeichnerinnen, viele Gruppen und Menschen aus dem öffentlichen Leben haben das mitgezeichnet. Und da muss ich sagen, das hat uns sehr gefreut. Und das hat auch diese Position, die wir damit verbunden haben, dass wir gesagt haben, wir gehen davon aus, dass die Mehrheit der Besucherinnen dieses Festivals nicht mit der Polizei zusammen feiern will, sondern dass wir sagen, wir wollen, dass dies ein geschützter Raum ist und dass es freie Räume und kulturelle Räume geben muss, die nicht von der Polizei kontrolliert werden und wo die Polizei nur dann interveniert, wenn es einen Anlass gibt. Das wurde uns in Abrede gestellt, hat es geheißen, das ist doch gar nicht so, also wie wir denn darauf kommen. Und ich finde, wenn man das jetzt sieht und wie das durch die Republik bis ins Ausland auch getragen und sagt, nein, wir wollen auf solchen Veranstaltungen, in unseren kulturellen Räumen wollen wir keine permanente Polizeikontrolle, dann ist dieses Votum von dieser Petition so eindeutig, dass ich finde, dass sowohl die Politik, vor allem auch die Polizei, das wahrnehmen muss, das respektieren muss und sich dementsprechend in ihren jetzigen Plänen zurücknehmen muss und abrüsten muss. Ja, vielen Dank, Martin Eulenhoff vom Kulturkosmos. Genau, das Mikrofon kann weitergegeben werden an eine Perspektive aus der Nachbarschaft, nämlich an Henry Tesch, Bürgermeister von Miro. Ja, ich will vielleicht so beginnen.
mich haben, und ich habe wirklich nochmal heute Morgen überlegt, in den letzten 20, 30 Jahren innerhalb von 48 Stunden noch niemals so viele Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, Parteien, Verbände, Kirchen angerufen, und sie waren schlichtweg entsetzt über das, was Eule eben auch gesagt hat, dass es eine Strategie gibt, die personell durch den Polizeipräsidenten vertreten wird, dass es eine Station auf dem Gelände geben soll. Und die Frage letztendlich ist natürlich, wenn man dann im selben Atemzug sagt, aus dieser Richtung, niemand hat die Absicht, die Fusion zu verbieten, dann klingt das in den Ohren der Leute vor Ort so nach dem Motto, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja, also das glaubt man schlichtweg nicht. Das glaubt man schlichtweg nicht. Und wenn dann so durchreisende Entscheidungsträger vom Schreibtisch her diese Dinge machen, von denen ich heute Morgen, ich wusste nicht, ob mir die Kaffeetasse aus der Hand fallen sollte oder nicht. Der Polizeipräsident sieht sich jetzt YouTube-Videos an, um sich einen Eindruck von dem Festival zu verschaffen. Man ist wirklich fassungslos. Und der Punkt ist im Grunde genommen ganz einfach für uns. Also ich glaube, auch in der Region macht das keiner, aber ich will es ja auch betonen, also uns unterstellt nun niemand, dass wir blind und blöd sind. Auch diese ganze Diskussion pro oder contra Polizei hat der Polizeipräsident zu verantworten. Das ist nichts, was die Region hatte, nichts, was sie will und was sozusagen zielführend ist. Und deshalb ist es ganz einfach so, dass dieses Festival, ein kultureller Raum, dass sie etwas geschafft haben. Und ja, wir alle vor Ort wissen, egal welche Probleme, Herausforderungen wir haben, der Veranstalter wünscht es nicht permanent auf seinem Gelände, aber natürlich anlass- und situationsbedingt. Und mit diesem Vorschlag ist parallel aufzubauen. Das ist der Punkt. Und Polizistinnen und Polizisten, Experten sagen mir, das ist gar kein Problem, sozusagen all das, was jetzt so an Argumenten vorgeschoben wird, sicherheitstechnisch zu lösen. Das ist nicht der Punkt, das ist ganz einfach. Und was noch passiert ist, das wird kein Oberseminar, das wird keine Zentrale für politische Bildung, das wird niemand schaffen. Suchen Sie mir irgendeine Region in Deutschland, in Europa heraus, wo in einem so großen Raum es geschafft worden ist, dass wir alle, ja, mehrheitlich damit leben und uns nicht bedroht fühlen. Da kommen 70.000 Menschen zusammen, niemand fühlt sich bedroht. Wir können hier alle Szenarien aufzählen und jeden Tag in die Zeitung gucken und einen Polizeibericht, was passiert. Und wenn man dann eine Eskalationsstufe schafft, also auch für Polizistinnen und Polizisten, was sie nicht verdient haben, was sie eigentlich so auch gar nicht wollen, dann muss man sich fragen, was bedeutet das? Frauen in der Region kolportieren jetzt schon immer so Art den Witz und sagen, Mensch, Henry, der Präsident wollte auch mal auf die Fusion. Ne? Deshalb macht er da jetzt eine Station. Aber das ist purer Ernst. Und ich sage nochmal, das ist möglich, das ist zu machen. Und mag jetzt komisch klingen, aber mir reicht es jetzt auch irgendwann so nach 20, 30 Jahren, dass man immer wieder Kulturen und Strukturen kaputt macht, dass man dann am Ende irgendwas über den Osten schreibt. Ich glaube, man kann hiervon lernen. Man muss allen Verwaltungsmitarbeitern, Behörden, alle, die das die letzten über 20 Jahre gemacht haben, den muss man eigentlich mal ein Denkmal setzen, die muss man einladen. Wir haben Voraussetzungen geschaffen, von denen man lernen kann. Und ich habe mit meinem Kollegen Andreas Grund in Neustrelitz telefoniert, wo auch alles wunderbar läuft, wo man auch versucht hat einzugreifen. Da kommen über 20.000 Gäste an. Das ist alles wirklich generalstabsmäßig gut gelaufen die letzten Jahre. Und zu sagen, es kann etwas passieren, ja Leute, dann kann ich kein öffentliches Gebäude heute mehr aufschließen. Aber das Sicherheitsversprechen dieses Landes wird am Ende darauf beruhen, dass wir alle miteinander in Kommunikation sind, dass wir alle miteinander sozusagen Räume haben, in denen wir uns bewegen und frei entfalten können. Und deshalb bin ich echt stinksauer, dass man uns immer wieder Strukturen zerschlägt. Und es ist wirklich inhaltlich, strukturell, es ist am Ende auch sogar eine Wirtschaftsgröße. Ja? Die Ersten melden sich. Und der Flurschaden, und deshalb sage ich das heute Morgen mit der Zeitungslektüre, der Flurschaden, der jetzt schon durch einen Präsidenten angerichtet worden ist, den müssen wir alle wieder aufbauen. Ja? Wir machen dann sozusagen die Arbeit, wenn die alle wieder weitergezogen sind. Und deshalb können wir nur sagen, die Experten sagen, wie ist das zu lösen, sofort den Vorschlag innerhalb von einer Sekunde vom Tisch stellen, was das bedeutet, auf dem Gelände eine Station zu machen. Zweitens mit dem Veranstalter darüber zu reden, das, was eben beschrieben worden ist, wie kommt man situation- und anlassbezogen auf das Gelände. Das ist der Punkt, und von mir aus gehe ich so weit, ich habe auch mit meinen anderen Kollegen Bürgermeistern gesprochen, dann lasst uns doch Ende des Jahres sozusagen in Miro eine Konferenz machen. Ich glaube, man kann von solchen Strukturen mehr an gesellschaftlicher Kommunikation
und Zukunft lernen als anderswo. Also das wäre so mein Vorschlag. Und deshalb glaube ich, wenn man sich nicht ohne Wenn und Aber erstmal für die Fusion ausspricht, auch auf die Gefahr hin, dass man mir jetzt unterstellt, ich sei blind oder wüsste irgendwelche Herausforderungen nicht, damit kann ich leben. Aber die Überschrift muss sein, ins Gelingen verliebt und nur dann kann es gelingen. So, das ist mein Statement. Vielen Dank dafür, Herr Tesch, Bürgermeister von Miro. Genau, das Wort hat jetzt Janko Gessner, der zurzeit aus der Sicht des Veranstaltungsrechtlers den Kulturkosmos berät. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich berate Kulturkosmos im Genehmigungsverfahren beim Amt Röbel-Müritz. Und ich will den Versuch unternehmen, Sie sehen mir das nach, das vielleicht sozusagen in den nächsten Minuten etwas juristisch einzuordnen. Vor allen Dingen deutlich zu machen, woran sich diese ja durchaus vehement geführte Auseinandersetzung mit dem Polizeipräsidenten entzündet hat. Und ich sage ganz bewusst mit dem Polizeipräsidenten, weil ich schon differenziere zwischen der Genehmigungsbehörde auf der einen Seite und eben dem Polizeipräsidenten, der eigentlich genau genommen nur eine Rolle von vielen, beziehungsweise nur eine Behörde von vielen ist. Uns allen ist klar, dass bei der Genehmigung einer solchen Veranstaltung natürlich viele, viele Punkte zu prüfen sind, ob das jetzt Baurecht ist, Naturschutzrecht, Gesundheitsrecht, viele, viele Dinge, mit denen ich Sie gar nicht behelligen möchte. Wichtig ist eben zu betonen, es gibt für jeden dieser Punkte eine zuständige Behörde. Und der Polizeipräsident ist eben eine von vielen. Er hat aber keine Allgemeinverantwortung oder eine allein zuständige Verantwortung, sondern er ist Teil eines vierstimmigen Orchesters. Diese Rolle sozusagen, die hat er aus meiner Sicht verlassen. Man muss das auch nochmal deutlich machen, in Gang gesetzt wurde dieses Verfahren, meine Damen und Herren, durch den Antrag von Kulturkosmos. Ohne Antrag kein Verfahren. Und deshalb gehört es auch zur Aufgabe von Kulturkosmos, eben mit den Antragsunterlagen darzulegen, wie Ordnung und Sicherheit auf dieser Veranstaltung gewährleistet werden soll. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen nämlich hier über das schon viel zitierte Sicherheitskonzept, was der Veranstalter vorzulegen hat. Es ist also Aufgabe von Kulturkosmos, genau diese Unterlage zu erstellen, so wie das in den vergangenen Jahren schon hervorragend funktioniert hat. Und genau das ist auch in diesem Jahr passiert. Und dieses Sicherheitskonzept, meine Damen und Herren, das geht dann in die Behördenbeteiligung. Da kann jede Behörde sich dazu äußern. Und dann tritt ein Prozess ein, der ganz natürlich ist, nämlich dann werden Mängel diskutiert, dann werden vielleicht offene Punkte besprochen und dann wird das Schritt für Schritt abgearbeitet. Und natürlich, und das muss man auch betonen, ist dieses Sicherheitskonzept für die Fusion mit all ihren Besonderheiten, mit einem umzäunten Gelände, was im Privateigentum des Vereins steht, mit Einlasskontrollen, mit vielen, vielen Dingen, die eben die Fusion ausmachen. Und das ist hier nicht Wacken und das ist nicht die Hanseszene und das ist nicht die Love Parade und all diese anderen Veranstaltungen mit natürlich ihren schrecklichen Ereignissen, die hier immer sozusagen betont werden, sondern es geht um das Konzept für die Fusion. Und Herr Eulenhaupt hat es schon erwähnt, in diesem Jahr ist dann eine Entwicklung eingetreten, die unerwartet war. Die Polizei hat verlangt, dass sie, und das muss man sich eben auf der Zunge zergehen lassen, dass sie anlasslos bestreifen darf, anlasslos, ohne Grund, ohne Gefahr, ohne konkrete Gefahr, ohne eine bestimmte Situation, sondern anlasslos bestreifen darf und eben mitten auf dem Gelände diese Polizeistation errichten will. Und darin ist das dann sozusagen gemündet. Man hat auch verlangt, dass diese Forderungen in das Sicherheitskonzept aufgenommen werden. Das Sicherheitskonzept, was der Veranstalter erstellt. Ja, und wenn dort natürlich die Möglichkeit eingeräumt wird, durch den Veranstalter anlasslos zu bestreifen, dann sieht es natürlich auch mit den Rechtsschutzmöglichkeiten am Ende nicht so gut aus. Und deshalb hat Kulturkosmos aus unseren Gründen auch zu Recht gesagt, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage für eine anlasslose Bestreifung. Und wir wollen auch nicht, dass auf diesem Gelände eine Polizeistation errichtet wird. Uns ist dann vorgeworfen worden, meine Damen und Herren, schriftlich, weil der Veranstalter, weil wir eine andere Rechtsauffassung haben, würden wir uns außerhalb der geltenden Rechtsordnung stellen. Weil wir eine andere Rechtsauffassung haben, meine Damen und Herren, würden wir Leib und Leben von tausenden Festivalbesuchern gefährden. Das muss man sich vor Augen führen, was dort sozusagen von Seiten der Polizei kommt.
Es ist das gute Recht eines jeden Antragstellers, über bestimmte Punkte, bei denen er eine andere Auffassung hat, eine andere Rechtsauffassung hat, mit der Genehmigungsbehörde zu diskutieren und seinen Standpunkt deutlich zu machen. Und das führt nicht dazu, dass er sich außerhalb der geltenden Rechtsordnung bewegt, sondern im Gegenteil, es ist gerade Teil unserer Rechtsordnung, dass man seine Rechtsauffassung vertreten kann und sie auch juristisch durchsetzen kann. Vielleicht, wenn wir uns nochmal sozusagen, und da bin ich auch fast am Ende, die Konsequenzen dieser anlasslosen Bestreifung und Polizeistation auf dem Gelände vor Augen führen, das ist der Blankoscheck für alle polizeilichen Maßnahmen, ohne dass es da einen konkreten Anlass gibt oder dass es sozusagen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, für eine Gefahrenabwehr, sondern anlasslos, ohne jeglichen Grund. Und deshalb, um das nochmal deutlich zu machen, dagegen werden wir vehement juristisch kämpfen mit den dafür vorgesehenen Mitteln. Und andererseits, und auch das muss man betonen, wir kooperieren weiterhin mit der Genehmigungsbehörde. Am Montag sind wir wieder verabredet mit der Genehmigungsbehörde. Wir werden über Dinge sprechen beim Sicherheitskonzept und wir werden sie aus meiner Sicht alle lösen. Aber das, was der Polizeipräsident fordert, werden wir nicht hinnehmen. Und diese Kooperationsbereitschaft, die da gestern von Seiten des Polizeipräsidenten eingefordert wurde, auch dazu will ich Ihnen was sagen. Er hat uns nach diesem Termin, bei dem wir da waren, geschrieben, schriftlich, dass er nicht bereit ist, beziehungsweise wir doch Verständnis dafür haben sollen, dass er uns über seine Einsatzplanung informiert. Er verschweigt es. Er will uns also nicht mitteilen, was er auf der Veranstaltung macht. Wir haben angeboten, über Alternativen zu diskutieren, über alternative Standorte zu diskutieren. Auch das hat man ausdrücklich abgelehnt. Und da scheint es mir offen gestanden, mit dieser beschworenen Kooperationsbereitschaft auf Seiten der Polizei auch nicht sehr weit her zu sein. Wie gesagt, wir werden mit der Genehmigungsbehörde sprechen und ich bin da guter Dinge, dass wir hoffentlich eine gute Lösung finden. Ja, vielen Dank, Janko Gessner, für die Einschätzung. Jetzt ist ein kurzer Spot nochmal zum Thema Sicherheitskonzept von Till Steinberger, der Leiter des Ordnungsdienstes ist und später auch für Ihre Fragen noch hier ansprechbar ist. Ja, vielen Dank. Ich möchte sagen, in den letzten 15 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit habe ich viele Sicherheitskonzepte gelesen und war bei vielen Veranstaltungen tätig. Es ist immer das eine, dass Sicherheitskonzepte dann schön geschrieben werden, 100 Seiten lang sind, aber ob sie dann wirklich umgesetzt werden und wie sie umgesetzt werden, ob sie gelebt werden, das ist immer die andere Frage. Und hier kann man festhalten, das Sicherheitskonzept der Fusion hatte auch mit Zustimmung der Behörden in den letzten 20 Jahren deutlich weniger Seiten. Aber die Sicherheit wurde entsprechend gelebt und das Konzept wurde gelebt. Und das zeigen die sogenannten Hellzahlen, also die Zahlen der erfassten Straftaten. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die muss man so deutlich machen. Natürlich muss man jetzt, und dafür bin ich dann da, das mit zu koordinieren und mit entsprechend zu regeln, natürlich muss man da jetzt Anpassungen vornehmen und dem Polizeipräsidenten nochmal vielleicht auch in so einem Konzept deutlicher erklären, warum es bisher wunderbar funktioniert hat. Wenn der Polizeipräsident sagt, er war noch nie da, er muss sich YouTube-Videos anschauen und er hat sich das Gelände mal angeschaut, dann kann man auch kurz sagen, wie er sich das angeschaut hat, nämlich vor kurzem mit einem Hubschrauberflug übers Gelände, mit einem Polizeihubschrauber. So, das heißt also, da wird sehr viel Geld auch verwendet und da wird ein hoher Aufwand betrieben und da ist mein Eindruck, dass dies auf jeden Fall etwas verquer ist. Zudem muss man auch sagen, diese Sorge, diese vollkommen unbegründete Angst der Polizei, dass wenn der Kompromiss angenommen werden würde und die Polizeistation an einem sehr zentralen Punkt direkt vor den Toren wäre, für alle sichtbar, also gut sichtbar von allen Winkeln auf der Landebahn, dann würde die Polizei ja nicht reinkommen. Ich kann Ihnen sagen, und da denke ich, spreche ich für alle Dienstleister, die an dieser Fusion mit Sicherheitsdienstleistungen beteiligt sind, wir werden der Polizei aufmachen. Das können die Sicherheitskräfte, das haben sie gelernt. Und sie werden der Polizei aufmachen. Es gibt überhaupt keinen Grund, Sorge zu haben, dass dann die Sicherheitskräfte, wenn die Polizei kommt, plötzlich das Tor verschließen und dann den Schlüssel wegwerfen. Das heißt also, das ist eine ganz komische Gleichung, zu sagen, draußen auf dem Vorplatz kein Zutritt, nur drinnen in der Mitte Zutritt. Diese Gleichung
die würde ich so zurückweisen. Und ansonsten arbeiten wir die Dinge nach, die da gefordert sind, und passen das Sicherheitskonzept an die Fusion an und machen das deutlich, was die Fusion da ausmacht. Das ist erstmal so mein Statement zu der Sache, und ich bin also deshalb auch zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Man muss auch trotzdem noch sagen, als letzter Satz, natürlich diese Forderung der Polizei, die kam zuerst, ja, und dann kamen jetzt weitere Mängel und plötzliche Verweigerungen der Zustimmung nach vielen, vielen Jahren. Und deshalb wurde ja auch jetzt mit der Arbeit am Sicherheitskonzept etwas später begonnen. Hätte man das quasi andersrum diskutiert, wäre es schneller gegangen. Vielen Dank, Herr Steinberger. Genau, als nächster Bijan Mohini von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die sind immer da, wo sozusagen die ganz großen Rechte bedroht sind. Sie haben das Wort. Genau. Ja, ich bin auch Jurist und habe mir natürlich auch die juristische Einschätzung von Herrn Gessner angeguckt und teile die auch. Warum ich aber jetzt hier bin, nicht als zweiter Rechtsanwalt, sondern als Vertreter der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Deshalb, wir führen strategische Prozesse zur Sicherung der Freiheitsrechte in Deutschland. Und hier deutet sich gerade ein Rechtsstreit an. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber er deutet sich an, bei dem es gerade darum geht. Weil die Fusion nämlich exemplarisch steht für Freiräume, die begrenzt werden, zunehmend. Wir beobachten das schon längere Zeit, vor allem in Form von Gesetzen, neuen Landespolizeigesetzen, Verfassungsschutzgesetzen auf Landesebene und auf Bundesebene, die begründet werden mit diffusen, abstrakten Gefahren, Terrorgefahr und so weiter und so fort. Die entbehren meistens jeglicher faktischen Grundlage, und so ist es im Fall der Fusion auch. Der Polizeipräsident kann nicht genau darlegen, warum es erforderlich ist, im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erforderlich ist, dass die Polizei bestreifen muss, dass sie eine Wache braucht. Und da werden also abstrakte Gefahren zum Anlass genommen, sich Präsenz zu erkämpfen, zu erstreiten, zu verlangen, was wir nicht nachvollziehen können. Und da wird also quasi konkret, was wir immer befürchten, wenn wir von den Sorgen sprechen, die durch neue Polizeigesetze, durch solche Begriffe wie drohende Gefahr, wie im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz, auf die Tagesordnung kommen. Da wird es konkret, dass die Polizei dadurch bestärkt, sich das Recht herausnehmen will, immer weiter, immer tiefer in die Freiheitsrechte der Menschen einzugreifen. Und weil wir das für problematisch halten, sind wir an der Seite des Kulturkosmos, schauen uns die Sache weiter an. Und wenn er uns braucht, werden wir auch den Rechtsstreit weiter verfolgen, begleiten. Ja, vielen Dank, Bijan Mohini. Genau, als Nächste spricht Suse von Essen, auch vom Kulturkosmos und seit Jahren auch als Programmiererin, so heißt es nicht, als Programmmacherin, sowohl bei der Fusion als auch beim Attention Festival aktiv. Dankeschön. Ja, um es vielleicht einfach, also für den Kulturkosmos, um das nochmal zurückzubringen, auch das Fusion Festival ist, die Philosophie unseres Fusion Festivals ist die Freiheit der Kunst. Und das ist momentan das, was, wo wir seit 22 Jahren auch zusammen mit aus unseren Erfahrungen heraus dieses Programm aufbauen. Seit 2013 haben wir gleiche Zuschauerzahlen, wissen, wie unser Publikum auch mit dem Programm reagiert, und sind als Veranstalterin genau da mit unseren Abläufen sehr, sehr dicht dabei. Und ich bin irgendwie so, ich merke gerade, ich versuche diesen Bogen zur Kunst zu machen, und die Fusion lebt davon, es hat ein niedrigschwelliges Angebot. Wir kriegen unheimlich viel Feedback auch an der Teilnahme der Fusion. Daraus ist der Motor entstanden, dass wir 2006 angefangen haben, das Attention Festival zu etablieren, dass es mittlerweile alle 2 Jahre stattfinden wird, so auch dieses Jahr. Und trotzdem muss aber sehr klar sein, wenn die Fusion in der Zukunft nicht mehr stattfindet, also ich spreche jetzt auch über die wirkliche Zukunft, dann wird es auch keine Attention mehr geben, und es wird auch keine Jugendcamps mehr auf dem Gelände geben oder andere kulturelle Darbietung, Formen, die wirklich für jede geöffnet sind, teilzunehmen in der Region. Ja, vielen Dank, Suse von Essen vom Kulturkosmos. In eine ähnliche Richtung möglicherweise geht vielleicht auch Larissa Krause, die hier für die Clubkommission aus Berlin heute spricht. Genau, vielen Dank. Ich bin Larissa Krause, im erweiterten Vorstand der Clubkommission und selber auch Festivalveranstalterin. Und die Clubkommission arbeitet in ihrem Arbeitskreis Festivals schon länger mit diversen Fragen rund um Planung von Festivals und vertritt verschiedene Veranstalterinnen in ihren Interessen dabei.
Und wir sprechen uns ganz klar gegen die Bestreifung von Polizistinnen auf der Fusion aus, da es für die Bestreifung, wie auch schon gesagt wurde, absolut keine Rechtsgrundlage gibt und auf jeden Fall auch keine akute Bedrohungssituation. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Veranstalterinnen auf jeden Fall ausreichend für die Sicherheit der Gäste sorgen. Und um zu verstehen, warum Polizeipräsenz an dieser Stelle nicht deeskalierend und auch nicht sicherheitsstiftend wirkt, möchte ich kurz darauf eingehen, was Club- und Festivalkultur eigentlich bedeutet. Club- und Festivalkultur ist für uns ein Ausdruck persönlicher Freiheit. Auf Festivals werden Utopien gelebt. Hier probieren sich Leute aus. Hier experimentieren sie mit ihren Grenzen. Aber man lernt auf Festivals auch für seine eigenen Grenzen und die Grenzen anderer Verantwortung zu übernehmen. Nein sagen und Nein akzeptieren. Aufeinander aufpassen gehört genauso zur Technokultur wie ein lauter Bass. Der Schlüssel für Awareness liegt in Selbstorganisation, Selbstermächtigung und einem von vielen verschiedenen Personen getragener, verantwortungsvoller Umgang miteinander. Crew Love ist True Love. Wir kümmern uns umeinander. Clubs und Festivals sind also auch Schutzräume und Orte, in denen solidarische Strukturen aufgebaut werden. Und genau deshalb haben die Sicherheitskonzepte gerade von alternativen Festivals meistens einen sehr viel ganzheitlicheren Aspekt und nehmen eine Vorreiterstellung ein. Sie beinhalten Awareness-Strukturen, psychologische Krisendienste, Orte der Ruhe und der Self-Care. Polizeipräsenz jedoch schränkt diese Schutz- und Freiräume mit Überwachung und Bestreifung enorm ein. Menschen mit und ohne Repressionserfahrung fühlen sich in ihrem Schutzraum eher bedroht. Wir von der Clubkommission fragen uns, ob Kontrollen und polizeiliche Reglementierungen in Clubs und Festivals wieder zunehmen und warum das notwendig ist. Großveranstaltungen wie Rock am Ring, das Oktoberfest und die Fusion sind einfach total unterschiedliche Veranstaltungen, die auch unterschiedlich behandelt werden müssen. Genau. Und gerade was Kulturförderung und Jugendkulturförderung angeht, leistet der Kulturkosmos seit Jahren eine sehr gute Arbeit. Hier werden enormst viele Arbeitsplätze geschaffen. Hier werden langfristige Strukturen von sehr vielen unterschiedlichen Kollektiven und Initiativen aufgebaut. Und die Fusion ist somit auch Inspiration für junge Festivalbetreiberinnen und aufstrebende MusikerInnen. Sie hat also sogar auch eine internationale Strahlkraft und eine ganz besondere Musikkultur. Und wir wundern uns über das fehlende Vertrauen der Behörden gegenüber dieser wertvollen Kulturarbeit, aber auch gegenüber das fehlende Vertrauen gegenüber dieser Fachexpertise über Sicherheitsfragen in Bezug auf ihre eigenen Gäste. Wer Festivals organisiert, ist ohnehin schon einem total enorm hohen finanziellen Risiko ausgesetzt und anderen Risiken ausgesetzt. Behörden sollten diese Risiken von Veranstalterinnen durch ihre Genehmigungswillkür nicht noch erhöhen. Das heißt, wir brauchen als Festivalveranstalterin Rechts- und Planungssicherheit in Bezug auf Genehmigungen für Bereiche Sicherheit, Bau und Emissionen. Und wir brauchen auf jeden Fall auch einen Schutz von nicht kommerziellen Festivals, weil es Freiräume und Kulturorte sind. Wir müssen quasi nach außen geschützt werden, aber nicht nach innen überwacht und überregelt. Vielen Dank, Larissa Krause von der Clubkommission. Und das vorerst hier letztes Ich würde noch was sagen. Ich wollte dich gerade ankommen. Okay. Stefan Pelzer vom Kulturkosmos. Okay. Ja, ich bin Stefan und, Pelzer und ich mache beim Kulturkosmos schon seit vielen Jahren alles, was so mit Verkehr und ÖPNV zu tun hat. Ansonsten bin ich auch vom Zentrum für politische Schönheit und deswegen hier auch in dieser Pressearbeit quasi eingebunden und wirke da mit. Ich wollte eigentlich kurz eine Anekdote, nachdem ja jeder jetzt hier seine Zeit um Faktor 4 überschritten hat, verspreche ich mich wirklich kurz zu halten. Ich wollte eine Anekdote aus dem Genehmigungsprozess erzählen. Und zwar kam dieses Jahr relativ früh, als dieser Stress begann mit dem Polizeipräsidenten und den Sicherheitsministern,
Sicherheitskonsens Stellungnahmen. Und als uns quasi die ersten Steine in den Weg gelegt wurden, kam auch ein Schreiben irgendwann vom Amt vom Ministerium für Infrastruktur und Digitalisierung, dass das Festival sowieso zu untersagen ist, wenn wir nicht selbst uns um die Anreisenden kümmern, sprich nennenswerte Beteiligung an den Kosten für Sonderzüge. Und dann gab es hier Treffen mit der Bahn, VBB und VMV, das ist die Mecklenburger Verkehrsgesellschaft, über dieses Thema. Und da kam dann bei raus, dass der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg seit 4 oder 5 Jahren alleine die Sonderzüge bezahlt und sich das Land Mecklenburg verweigert, den Anteil zu bezahlen. Die Strecke liegt zu 91% in Berlin-Brandenburg und zu 9% in Mecklenburg. Und um die Beteiligung von Mecklenburg lag irgendwo im Bereich von 10.000 bis 15.000 Euro. Und das Land Mecklenburg hat sich über Jahre verweigert, diesen Anteil zu bezahlen, weshalb der VBB dann alles bezahlt hat. Jetzt hat der VBB gesagt, das geht so nicht, wir können nicht arbeiten am Bahnhof in der Strelitz bezahlen. Und dann hat der Verkehrsverbund Mecklenburg gesagt, wir zahlen auf gar keinen Fall, wenn nicht der Veranstalter hier mit einer nennenswerten Summe einspringt. Schluss aus, wir haben eine Lösung gefunden, aber da geht es dem Land Mecklenburg um 9.000, 10.000 Euro. Eine Zahl, die wirklich absolut lächerlich ist gegen das, was auf anderer Seite jetzt gerade die Polizei plant. Uns liegen detaillierte Informationen vor, dass eben Unterkünfte für über 1.000 Polizisten in der Region gesucht werden. Das heißt, wir haben es da mit einem massiven Polizeieinsatz am Ende zu tun. Normalerweise wurde die Fusion von 50 bis 200 Beamten begleitet. Jetzt sollen 1.000 kommen, nur die Zahl nochmal. Das heißt, die Kosten des Polizeieinsatzes werden mit Sicherheit siebenstelligen Bereich eigentlich sogar hochgehen. Und das scheint dem Land Mecklenburg völlig egal zu sein, während an der Stelle Sonderzüge über eine Summe, die im Bereich von 10.000 Euro liegt, gestritten wird. Das wollte ich noch mal kurz sagen. Das heißt, wir würden uns auch von der Polizei dort nicht nur eine verbale Abrüstung wünschen, sondern wir wollen eigentlich auch Fakten sehen. Wir wollen, dass dieser Polizeieinsatz auf das erforderliche und sinnvolle Maß runtergefahren ist. Da fragt man sich, was ist das sinnvolle Maß? Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Das Maß von letztem Jahr ist das sinnvolle Maß. Herzlichen Dank. Dann, dann ist es jetzt an Ihnen, dann ist Raum jetzt für Ihre Fragen. Und wir würden Sie vielleicht, bevor es losgeht, bitten, also es gibt hier ein Saalmikrofon, das wird auch rumgegeben, also Anne kommt zu Ihnen. Und es wäre schön, wenn Sie vielleicht am Anfang kurz Ihren Namen oder für welches Medium Sie da sind, das kurz benennen. Da war schon eine Meldung. Und auch gerne sagen, an wen Sie, ob Sie die Frage konkret an jemanden stellen. Ulrike Leschinski für die dpa. An die Veranstalter, sagen Sie die Fusion ab, wenn Sie sich jetzt nicht einigen können? Ja, also die Sache wird jetzt, hoffen wir ja immer auf eine Einigung. Also das ist nämlich was, wir sind immer einigungsbereit gewesen, von uns kommen nicht so Sätze wie Fusion Festival darf nicht stattfinden oder sowas, das kommt vom Polizeipräsidenten. Aus unserer Sicht werden wir jetzt quasi für eine Fusion nach unseren Vorstellungen kämpfen. Der Kampf kann am Ende auch juristisch fortgeführt werden und es kann sogar zu einer Entscheidung unmittelbar vor oder, Herr Gessler, korrigieren Sie mich, wenn vielleicht, es kann sogar zu einer nachträglichen Entscheidung über die Legitimität theoretisch zumindest kommen. Ganz unabhängig davon, also die Fusion 2019 findet aus unserer Sicht statt. So. Und die Behörden haben ja gestern auch gesagt, dass auch aus ihrer Sicht das Festival stattfindet. Das heißt, wir gehen davon aus, Festival findet statt. Die andere Frage ist aber die ideelle. Sollte es dieses Jahr ein Fusion-Festival, wo eine gerichtliche Entscheidung dann so ausfällt, dass wir eine Polizeiwache und anlasslose Kontrolle auf dem Gelände haben, ergehen, dann würde die Fusion auch unter dieser Prämisse stattfinden. Es wäre aber dann sowieso kein Fusion-Festival mehr, so wie wir es kennen und lieben gelernt haben. Das heißt, die Frage stellt sich gar nicht, ob wir das stattfinden lassen würden oder nicht. Eine Fusion mit anlassloser Polizeipräsenz, Kontrolle und Überwachung ist kein Fusion Festival. Kann ich noch eine Frage stellen? Oder will noch jemand anders? Ja, stehen Sie hinterher und ich gucke mal, was sich hier sonst noch so tut im Raum.
Wir hatten hier eine Love Parade mit 21 Toten, einen Terroranschlag mit 12 Toten. Es gibt eine neue Versammlungsstättenverordnung seit 2018 in Mecklenburg. Können Sie vielleicht auch die Behörden verstehen, dass die ein bisschen genauer nachfragen? Nachfragen ist ja okay, um Nachfragen geht es gar nicht. Aber wenn immer die Love Parade hier angeführt wird, dann muss ich einmal sagen, an der Love Parade ist die Schuldfrage auch jetzt Jahre später nicht zufriedenstellend geklärt für die Opfer, obwohl sie eigentlich auf der Hand liegt. Die Schuldfrage liegt bei denen, die das maßgeblich organisiert haben. Und da war die Polizei mit 3000 Kräften maßgeblich mit beteiligt. Dort gab es eine Behördenstruktur, die eigentlich genau das dort vorgefunden haben oder dort aufgezogen haben, was sie bei uns vielleicht gerne hätten, dass sie alle da sitzen, auf 12 Bildschirme gucken, wo überall die Videokameras sind und dass dort sowohl von der Verwaltung als auch von der Polizei maßgeblich die Veranstaltung gelenkt und kontrolliert und geführt wird. Wohin es geführt hat, wissen wir alle. Und wenn jetzt die Polizei kommt und bei uns von der Love-Parade spricht, dann muss ich da sagen, das ist zynisch. Und dann sollen sich die erstmal da angucken und am eigenen Schlipper ziehen und sagen, was ist da falsch gelaufen und warum versucht man uns damit zu konfrontieren, wo wir seit 20 Jahren ein Festival machen, wo es keinen Toten und keinen dauerhaft Verletzten und wo wir eine Bilanz haben, die wo alle, die daran beteiligt sagen, die ist vorbildlich, die ist einmalig und die sucht man Land auf Land ab, sowas gibt es nicht nochmal. Und da müssen wir uns aus diesem Vergleich und aus anderen unsäglichen Vergleichen, die gefallen sind von irgendwelchen Katastrophen, wo wir die Verantwortung, die Verbindung zu dem, was wir machen, überhaupt nicht sehen. Können Sie denn sagen, wie viel Sie ins Sicherheitsbudget stecken bei Ihrer Veranstaltung, um Überzeugungsarbeit zu leisten? Ich glaube, du möchtest erst was sagen. Wir stellen die kurz zurück und es gab noch mal einmal genau, vielleicht eine Anmerkung zu dem Fall. Die vorhergehende Frage noch durch eine Antwort ergänzen. Also das will ich nochmal deutlich betonen, natürlich sind wir in dem Genehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Behörde und wenn dort Bedenken geäußert werden, dann nehmen wir das ernst und kümmern uns darum. Das, woran sich das hier entzündet hat, und wie gesagt, das hat ja eine gewisse Vehemenz angenommen, das sind eben genau diese beiden Forderungen nach anlassloser Bestreifung und diese Polizeiwache mitten auf dem umzäunten Gelände. Und da muss man ganz deutlich sagen, da war eben, und das kann man auch so bezeichnen, da war eben eine rote Linie überschritten. Das heißt aber nicht, dass der Veranstalter und all die Fachleute sozusagen ihre Kooperation verweigern, wenn es um die konkrete Arbeit am Sicherheitskonzept geht. Da gab es schon so viele Besprechungen, da gab es schon so viele Abstimmungen und da sitzt man auch nach wie vor dran. Wie gesagt, ich habe es erwähnt, am Montag sind wir wieder bei der Genehmigungsbehörde. Aber es gibt eben diese beiden Forderungen, die wir nicht bereit sind zu akzeptieren. Und dagegen sozusagen eben auch die juristischen Abwehrmöglichkeiten. Das ist genau der Punkt im Grunde genommen, wenn Sie sich das vor Ort angucken und wenn das jetzt stimmt, also dann falle ich jetzt wirklich vom Stuhl, dass jemand von Neubrandenburg mit einem Hubschrauber anlasslos im Grunde genommen über das Gelände fliegen muss, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Also der hätte uns anrufen können, dann wären wir zusammen darüber gegangen. Also hätten wir uns einen Eindruck verschafft. Wir wären ungefähr über ein Gelände gegangen von, weiß ich, 100 Hektar. Ich kann auch noch mal sagen, wie viele Quadratmeter das sind vielleicht für den Präsidenten. So, und dann hätten wir uns das angeguckt. Und wenn Sie sich das jetzt von oben auch angucken oder auf Karten und sehen, was der Veranstalter vorgeschlagen hat, wo ja die Kooperationsbereitschaft ist, das verstehen alle in der Region, egal wie wir zu dieser Fusion stehen oder nicht, dann müssen Sie mir mal den Unterschied als Laien erklären, was eine Station da in der Mitte machen kann. Logistisch, theoretisch mit all dem, was Sie jetzt ja auch gefragt haben, was die dann abwehren könnte. Im Unterschied zu der, die da steht. Mir fällt nichts ein. Und deshalb ist es ja einfach so, was die Leute wütend macht, dass man Dinge miteinander verbrät. Also wenn wir mal fragen, welche Sicherheitsbedenken in der Region sind, da würden Ihnen die Leute ganz andere Sachen aufzählen. Diese 70.000 sind nicht eine Bedrohung für diese Region. Das Festival selber hat eine Herausforderung. Und wir lassen auch ich nicht, auch meine Kollegen nicht uns unterstellen, als ob wir, ich habe es vorhin gesagt, blind und blöd sind. Es geht um Sicherheit, es geht um Strukturen, aber man muss sich klug und sinnfällig anstellen. Und was Herrn Grund in Neustrelitz und auch mich hier heute hergetrieben hat, ist ja, dass, und jetzt sind wir bei Sicherheitsfragen, wenn man so vorgeht, und die Experten sagen mir, der Punkt heißt, man muss sozusagen deeskalieren und nicht eskalieren. Wir wollen nicht, dass Neustrelitz oder Miro demnächst durch irgendwelche Radikalen auseinandergenommen wird. Das kann alles passieren. Und wer ist denn dafür verantwortlich? Der Veranstalter?
die Bürger, die Einwohner, der Bürgermeister, dann ist es eine einsame Entscheidung eines Präsidenten, der etwas hochgekocht hat, was wir bis heute nicht haben. Der Geister weckt auf allen Ebenen, die wir bisher nicht hatten. Wir haben einen kulturellen Freiraum, den sich das Festival erarbeitet hat und mit dem die Region lebt. Und wenn Sie bei mir zu Hause vor der Garage stehen, dann können Sie nach dem Bessen mittanzen. Da greift niemand zum Telefon und beschwert sich. Das müssen Sie erstmal hinkriegen in Deutschland. Und deshalb ist es sozusagen einfach so irre, dass hier ein Flurschaden errichtet wird, statt sozusagen praktisch zu sagen, wie kommt man anlassbezogen darauf, wie wird Sicherheitskonzept gemacht, dass man diese Fragen einfach mal sinnfällig löst. Ich kann Ihnen morgen Gefahren sagen, da hilft kein Poller. So, und nun, was machen wir dann? Also ich glaube, das ist für uns unverständlich. Und das mit dem Hubschrauber, das wird die Leute in der Region wirklich als ein abgehobenes Signal sozusagen erreichen. Das versteht keiner. Ja, das versteht wirklich keiner. Vielen Dank. Es gibt noch eine kurze. Der Sicherheitsdienst ist im Einsatz. Eine kurze Antwort noch zur Frage des Budgets und dann gibt es eine nächste Frage. Also ich kann das jetzt nicht in Zahlen beantworten. Ich möchte dazu nur sagen, dass Sicherheitsfragen bei uns nicht unter betriebswirtschaftlichen oder Einsparmodalitäten betrachtet werden, sondern dass Sicherheit bei uns nicht kostenabhängig ist und wir das, was wir für Sicherheit aufbringen, das bringen wir auf. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich kann es jetzt aber nicht in Zahlen benennen. Aber dadurch, dass wir nicht gewinnorientiert und nicht gewinnmaximierend handeln, ist uns auch der Gedanke fremd, an der Sicherheit zu sparen. Ja, vielen Dank. Da vorne ist eine Blattmann, Frage. Berliner Zeitung. Ich habe eine Frage, wo ist die Polizei bei den bisherigen Festivals gewesen? Einfach mal als Einordnung für die Laien. Also wo haben die sich rumgedrückt? Und wie kamen die rein und wie ist es bei vergleichbaren Festivals? Also bei vergleichbaren Festivals wird der Kollege vielleicht was dazu sagen. Bei uns ist es über Jahre, hat sich dahin entwickelt, dass die Polizei ungefähr über, sagen wir mal, 8 Tage einen in gewisser Weise eine eine Umringung des Festivalgeländes damit gemacht hat, dass sie an allen Zufahrts- und Abfahrtsstraßen massiv Kontrollen durchgeführt haben. Das ging schon von einem Tag vor dem Festival bis 3 Tage nach dem Festival. Also so lange, bis alle da waren und bis dann auch alle wieder weg waren. Und wenn wir die Polizei gerufen haben, dann gab es eine kurze Absprache, von wo sie kommen oder was es zu klären gibt oder wie sie reinkommen. Das hat eigentlich in den letzten Jahren anstandslos geklappt. Wie es bei anderen Festivals ist, kann vielleicht so. Genau, vielleicht noch eine Ergänzung. Also bei anderen Veranstaltungen aus meinem Erfahrungshorizont kann ich nur sagen, die Polizei versucht, sich zentral aufzustellen, sich frei bewegen zu können und einen guten Blick auf die Veranstaltung zu haben. Das hätte sie ganz deutlich auf der Position, der wir ihr vorgeschlagen haben. Und das möchte sie aber nicht. Die Sorge können wir nicht nachvollziehen. Natürlich ist die Polizei und auch die Rettungsdienste und andere Sicherheitsbeteiligte sind in der Regel in einem zentralen Punkt untergebracht, zumindest was die Koordination angeht. Und dieser Punkt ist aber aus guten Gründen, wegen Lautstärke, wegen den ganzen Menschen, in der Regel nicht mitten in der Masse. Also das ist mir auch tatsächlich aus den letzten 15 Jahren so nicht bekannt, dass die Polizei einen so zentralen Ort sucht in der Veranstaltung. Das macht auch natürlich auch keinen Sinn. Und die Sorge der Polizei, dass sie halt wieder nicht reingelassen werden, die können wir halt zurückweisen. Und die Polizei hat und auch die anderen Rettungsdienste, wenn sie einen Anlass haben, beziehungsweise wenn sie gebraucht werden, dann können sie natürlich auf das Gelände und sie müssen auch nicht warten oder um Erlaubnis bitten oder sie müssen auch nicht ein Formular ausfüllen oder sonst was, sondern wenn es was gibt, dann gehen sie natürlich aufs Gelände, so wie es in den letzten Jahren halt auch war. Es gibt eine weitere Frage. Frieda Turm, Zeit Online. Hat denn eine der beteiligten Personen aus dem Ordnungsamt oder aus dem Polizeipräsidium mal durchblicken lassen, was in diesem Jahr anders ist? Also warum dieses Jahr nicht abgenickt wird, das Sicherheitskonzept, was ja offenbar sehr ähnlich ist wie in den Vorjahren? Und wenn ja oder zusätzlich, was ist Ihre Theorie, warum es so ist? Vielleicht einen Satz und dann starte ruhig. Ich glaube, das kann keiner richtig beantworten. Es ist die einzige Analogie, die wir da nicht, die wir sehen, ist, dass es vorher oder nicht analogisch, es war vorher gut, jetzt ist es anders. Es ist der einzige Unterschied, dass wir diesen neuen Polizeipräsidenten, Herrn Nils Hoffmann-Ritterbusch, haben, der sich vorgenommen hat, Kraft seiner Wassersuppe, das Festival maßgeblich
in seinen normativen Vorstellungen einzugreifen und der zu dem, was wir bisher gemacht haben, vermutlich A, wenig Erkenntnisse, weil er sich die vom Hubschrauber oder aus dem Internet gezogen hat, B, keine persönliche Erfahrung mit Festivals, C, schon gar nicht mit einem Festival, was etwas anders ist, wie andere Großveranstaltungen hat und dem eigentlich, so wie wir es immer mitgekriegt haben, das komplette Vertrauen fehlt zu dem, was wir bisher gemacht haben und der diese Geschichte von diesen 20, 21 erfolgreichen Festivals, der sagt immer, früher sind nur Fehler gemacht worden und impliziert, dass alle, die früher vorher beteiligt waren, also auch hochrangige Polizeibeamten, nicht hingeguckt haben, Fehler gemacht haben, die Behörden, eigentlich nie jemand richtig hingeguckt hat. Jetzt ist er da, jetzt hat er die Verantwortung, jetzt wird alles anders. Das ist so der Punkt, an dem es angefangen hat, stressig zu werden. Ich will mal kurz betonen, dass die Pressekonferenz der Behörden, die gestern auch entsprechend zu sehen war live, die ist da auch recht aufschlussreich. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich das nochmal anzuschauen, diese Pressekonferenz gestern. Und da erlebe ich zumindest einen Polizeipräsidenten, der, wie schon gesagt, da wenig Berührungspunkte hat und ganz stark immer argumentiert mit der Hellziffer und der Dunkelziffer an Straftaten und sagt, ja, da gibt es zwar keine Straftaten, aber das ist ja eigentlich nur der Beweis, dass wir nicht nah genug dran sind. Und das ist natürlich eine Logik, die kann man auch politisch einordnen. Und dieser Logik, die möchten wir zurückweisen, dieser Logik verwehren wir uns. Und natürlich, umso mehr Kontrollen Sie machen, haben Sie tendenziell mehr Hellzahlen, also mehr Fälle. Das kann aber hier nicht der Punkt sein. Und ansonsten kann ich nur sagen, kurzes Statement aus der Pressekonferenz des Präsidenten. Er sagt dann, er kennt es persönlich nur, dass man überall begrüßt wird freundlich und dass es keinerlei Probleme gibt und dass Sicherheit und Ordnung doch in keinster Weise da wäre, um jemanden zu gängeln. Das ist ein Zitat aus der Pressekonferenz. Und ich denke, da liegen in der Auffassung und in der Wahrnehmung doch deutliche Unterschiede. Ich würde auch noch dran anschließen, und zwar eben Hell- und Dunkelziffer, diese Argumentationslinie. Wir sind nicht nah genug dran, wir sind nicht auf dem Platz und deswegen passiert da alles Mögliche, wir wissen es nur nicht. Wir sind ein Festival mit einer unglaublichen Community und unsere Gäste und auch wir als Veranstalter sind unglaublich transparent und diskutieren überall, was da passiert. Wenn irgendwas passiert ist, Sie können das brühwarm im Forum auf unserer Webseite nachlesen, da wird die Fusion nach dem Festival in sämtlichen Facetten, auch Facetten, die uns als Veranstalter gar nicht richtig passen, aber wirklich in sämtlichen Facetten beleuchtet, analysiert und transparent gemacht. Und selbst wir als Veranstalter äußern uns regelmäßig dann im Newsletter abschließend, das heißt ein Fazit, zu unglaublich vielen Facetten. Das macht es, glaube ich, einmalig, machen wenige Veranstalter von Veranstaltungen der Größe, sich so detailliert zu äußern. Nun hat der Polizeipräsident auch unseren Newsletter abonniert und dort wurde quasi diskutiert, dass es da gab es einen DJ, die haben in der Combo aufgelegt und dem wurde Sexismus vorgeworfen. Und auf den hat es einen Angriff auf dem Festival gegeben, da wurde eine Flasche geworfen oder sowas. So, 70.000 Leute Festival und der Polizeipräsident sagt, ich konnte das gar nicht fassen, da wurde eine Flasche geworfen. Und das zeigt eben, wie wenig in der Materie da steckt. Und genau dieser Vorfall war die Gewalttat des Festivals aus unserer Sicht und aus der Sicht der Gäste wurde breitestens diskutiert. Und er sagt, ja, wenn das schon passiert ist, dann fliegen überall die Flaschen. Nee, das war in dem Jahr genau das eine, was eben passiert ist, was uns genervt hat auch, was wir nicht den richtigen Umgang fanden. Aber da sehen Sie die Transparenz. Das ist die Dunkelziffer bei uns ist extrem hell, will ich damit sagen. Yes. Gibt es weitere Fragen aus Ihren Reihen? Wo ist nur das Mikro? Ja, hallo, Nadine Schulte vom Nordkurier. Gestern wurde ja bei der PK der Polizei angesprochen, dass es eine Möglichkeit gäbe, im Backstage-Bereich 2 quasi alles zusammenzufassen, Feuerwehr, DRK und auch die Polizei. Wieso ist das keine Option? Also das wäre quasi vielleicht mehr oder weniger am Rand, auch die Polizei und trotzdem auf dem Gelände. Wieso ist das keine Option?
Naja, die Strukturen von dem, was man sonst so ein Behördenordnungs-BOS, weiß nicht genau, was die, wie man es, an so einem Behördenzentrum, wo alle zusammen sind, das, was sie sich eigentlich wünschen, das ist natürlich im Teil, ist es ja existent durch die Struktur mit medizinischem Dienst und leitender Notarzt und DRK und Feuerwehr in der einen Backstage. Das ist so gewachsen, dort gibt es Strukturen, die sind auch sehr haben sich sehr gut entwickelt, was jetzt gerade die medizinische Versorgung angeht. Aber da ist voll. Ne? Und wenn man das jetzt sozusagen alles auf woanders hin platzieren würde, dann wäre es trotzdem so, dass Backstage 2, da campen und da halten sich unsere Mitarbeiter auf. Und das Gelände ist nicht erweiterbar in diese Richtung. Wir müssten unsere Mitarbeiter, die wir zum Teil auch in unserem Sicherheitskonzept einbinden, die auch zum Teil in Gruppen organisiert mit uns zum Beispiel Sicherheitsaufgaben übernehmen, die wir in kurzen Wegen erreichen müssen, die müssten wir wo auch immerhin umsiedeln. Und deshalb war das von uns von Anfang an keine Option. Allerdings fand ich die Frage auch interessant, vor allem nicht die Frage, sondern die Antwort, weil aus der Antwort eben heraus kam, dass Herr Ritterbusch, Hoffmann Ritterbusch, überhaupt keine Ahnung hat, von was geredet wird. Er musste dann sagen, ich kenne das Gelände ja gar nicht. Ich weiß nicht, von was Sie genau reden. Ich muss mich da jetzt zugeben, ich bin da eigentlich noch nie gewesen. Und das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Und das zeigt natürlich auch nochmal die Basis, auf der hier gesprochen wird. So, ne? Mit wem verhandelt man, wie verhandelt man mit jemandem, der eigentlich die Materie überhaupt nicht kennt? Das passt gut. Das passt gut, wenn... Die kommt gleich, die Frage. Ich würde sonst ganz kurz einmal Merit Becker begrüßen, die hier wie vorhin versprochen tatsächlich noch reingeschossen gekommen ist. Schön, dass du da bist. Toll, vielen Dank. Merit Becker, Schauspielerin, aber auch Musikerin, Künstlerin, die Fusion kennt, auch von der Bühne. Und wir geben dir jetzt einfach nochmal die Gelegenheit, ein Statement hier zu bringen. Und dann ist die Frage aber nicht vergessen. Den Finger habe ich gesehen. Hi, ahoi. Also mein Name ist Merit. Ich habe auf der Fusion ein Konzert gemacht und wurde jetzt gebeten, hier was dazu zu sagen und möchte vorwegschieben, dass ich jetzt, also erstmal komme ich zu spät, Entschuldigung, ich komme gerade letzter Drehtag von Babylon Berlin und so und komme jetzt hier so reingeplatzt und wollte sagen, also ich bin weder Journalist oder Kriminalist oder habe mit der Fusion, der Organisation der Fusion zu tun, aber als Künstler muss ich sagen, dass es sich um eine Zusammenkunft von Menschen handelt, die sich ein Jahr lang auf diese Veranstaltung freuen, die völlig friedlich, friedfertig miteinander da, also ich habe selten so friedfertige Menschen erlebt, also wirklich hippie-mäßig, friedfertig, lieb, jeder lässt jeden durch, wenn man sich anrempelt, das kenne ich auch nicht von Menschen, die irgendwie auf großen Veranstaltungen sind, entschuldigt man sich, also es ist wirklich das Friedfertigste, was ich in so einer Menschenmenge erlebt habe und wenn man da reinkommt, ist es auch sehr, sehr vehement kontrolliert, wie man da reinkommt, aber auch das in einem sehr friedfertigen und friedlichen Umgang zu jeder Zeit. Und als ich gehört habe, dass, und es wird Kultur veranstaltet, kommt auch dazu, also es wird ja Musik geboten und weiß ich nicht, und miteinander. Und das ist ja das Schönste, was so der Mensch haben kann. Und jetzt habe ich gehört, soll das also mit Polizeipatrouillen da stattfinden, ohne genannten Grund. Und da muss ich sagen, kommt mir ein so ungutes Bauchgefühl hoch, wenn ich doch gleichzeitig mitbekomme, dass wir zu wenig Polizisten haben und dass es Stellen gibt, wo Menschen bedroht werden, dass sie nicht gewarnt werden, wenn sie von rechts zum Beispiel Angriffe wahrgenommen werden und bedroht werden von Angriffen von rechts zum Beispiel und dass diese Menschen nicht gewarnt werden vom LKA und dergleichen, dann kommt mir einfach ein wahnsinnig ungutes Gefühl und man hat das Gefühl, dass diese friedliche Szene unterbunden werden soll und ich verliere die Freude, Bürger eines solchen Staates zu sein, muss ich sagen. Also so knallhart möchte ich das dann doch formulieren, bei aller Friedfertigkeit. Vielen Dank. Sehr gerne. Genau, wir machen weiter mit den Fragen von den Medienvertreterinnen. Genau, an Sie geht's. Christina Plett vom Groove Magazin. Sie haben wiederholt betont, dass die Polizei nur eine Behörde von vielen ist. Und das hat die Polizei gestern bei ihrer Pressekonferenz ja auch betont.
Gab es denn von anderen Behörden neue Sicherheitsbedenken, die geäußert wurden, die es vorher irgendwie nicht gab? Also man kann so viel sagen, die Genehmigungslage der Vorjahre war überschaubar. Und nun gibt es halt Anmerkungen anderer Behörden, die wir aber auch sicherlich bald ausräumen können. Ja, ich will das vielleicht noch ergänzen. Also in unserer Wahrnehmung ist oder juristisch ist natürlich der Polizeipräsident oder die Polizei eine Behörde von vielen. Aber ihrer Stimme kommt doch schon ganz schön hohes Gewicht offenbar zu, sozusagen in der Diskussion. Es war auch so, unmittelbar nachdem wir beim Polizeipräsidenten waren, wurde ihm bekannt, dass er am nächsten Tag oder zwei Tage später dann bei der Genehmigungsbehörde saß. Und es drängt sich so ein bisschen der Eindruck drauf, auch aus dem persönlichen Gespräch, dass dann viele Probleme eben angesprochen werden, nach dem Motto, daran ist nicht gedacht worden, aber Gott sei Dank sind wir ja nicht zuständig, um das zu entscheiden. Und das erzeugt natürlich auch in unserer Wahrnehmung eine gewisse Unsicherheit bei den beteiligten Behörden. Und das mag vielleicht auch sozusagen gestern bei dieser Pressekonferenz deutlich geworden sein, denn wie gesagt, soweit ich das mitbekommen habe, der am meisten geredet hat, natürlich wurde er auch viel gefragt, aber der am meisten geredet hat, war eben der Polizeipräsident, obwohl er nicht die entscheidende Rolle spielt für uns. Das ist die Genehmigungsbehörde, mit der wir eigentlich einen guten Kontakt haben, in einer guten Kooperation sind und eben dort die Probleme bearbeiten und auch aus unserer Sicht gut lösen können. Das können Sie so sagen, wenn Sie Verwaltungsmitarbeiterinnen in diesem Fall ja auch in Röbel und in anderen Bereichen haben, wie gehen diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Hause, wenn so eine Situation auch medial und sozusagen im persönlichen Kontakt passiert, wenn die Vorgesetzten dann sozusagen genauso aufmerksam gemacht worden werden, wie der Anwalt das eben gesagt hat. Und gleichzeitig irgendwie so eine Stimmung entsteht, als ob all das, was man vorher in all den Jahren und auch Mitarbeiter gemacht haben, als ob das alles kalter Kaffee ist, als ob die alle ja, gepennt haben, als ob die Vorschrift nicht können. Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt natürlich, die gerade Zuständigen, das sind jetzt die armen Suppen, die unterhalten sich aber auch mit Fachleuten, Bauamtsleitern aus anderen Bereichen und die dann alle unisono sagen, das kann niemand verstehen. Also jeder kann verstehen, dass man sagt, okay, wir müssen uns das angucken, muss gelöst werden. Jeder kann verstehen, es gibt ein neues Bauwerk, muss man gucken. Aber das so einen Generalverdacht zu erzeugen, das ist für Verwaltungsmitarbeiterinnen im Angestellten- und Beamtenverhältnis, das ist eine unerträgliche Situation. Und das kannte man nicht, das kannte man weder vom Polizeipräsidium noch von anderen Leuten. Und das wird ja sozusagen nicht nur kolportiert, wissen Sie, in so einer Region, also die Mecklenburgische Seenplatte, für die, die es nicht wissen, ist der größte Landkreis der Bundesrepublik Deutschland, flächenmäßig. So, vielleicht haben wir 34 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Das heißt, das Saarland passt da zweimal rein. Also es heißt, jeder kennt jeden. So, ja, und insofern sind Situationen entstanden eben für Polizistinnen und Polizisten, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch unerträglich sind. Ja? Und deshalb habe ich das vorhin so gesagt. Also da macht jemand die Arbeit von 20 Jahren von Menschen kaputt, die nicht alle einer Meinung sind, die Herausforderungen sehen. Es gibt ja noch ganz viele Parallelthemen, die auch immer angeführt werden. Aber sie haben miteinander etwas gefunden in Kommunikation, wo sie klarkommen, wo keine Bedrohung ist, so wie Merit Becker das auch sagt, niemand fühlt sich von diesen 70.000 bedroht. Niemand. So, und nochmal auf diesem Riesengelände, ich kann nur sagen, das muss man sich nicht vom Hubschrauber aus angucken. Das kann man ablaufen. Ja? Ist auch gesund im Übrigen. So, ich gucke nochmal durch den Raum. Zwei Fragen. Also ich bin Darius aus Hami von der Für die Taz. Ich habe eine Frage. Die Hellzahlen, wie wir gelernt haben, sind nicht sehr hoch bei dem Festival. Ich kenne die Vergleichszahlen nicht, aber es sind sehr wenig Straftaten angezeigt worden. Allerdings begründet der Polizeipräsident seinen Wunsch nach einer Bestreifung auch mit einer
hohen Gewaltbereitschaft von Teilen des Publikums. Und irgendwo habe ich aufgeschrieben, Dynamiken, die nicht kontrolliert werden können. Wie, das ist für mich ein Widerspruch. Wie lässt sich das erklären? Ich habe es, so wie ich es jetzt verstanden habe, war die Frage, warum, wie er darauf kommt oder worauf er seine Erkenntnisse zieht oder wie. Also er hat da gestern zurückgerudert in dieser Pressekonferenz und hat so gesagt, was er damit beabsichtigt. Also mir ist der Eindruck entstanden, dass hier wir noch ein ganz anderes Problem haben, was wir hier heute auch einmal beleuchten wollen. Und zwar muss man dazu kurz erläutern, dass wir in Mecklenburg jetzt gerade dabei sind, oder dass die Landesregierung, die dabei ist, dass Herr Kaffier, der Innenminister, dabei ist, das SOG-Gesetz zu novellieren und analog früherer oder bisher gelaufener Verschärfungen in Bayern, in anderen Bundesländern anzupassen. Und da kommen wir an einen Punkt, der eigentlich sehr, sehr interessant ist, weil das, was die Polizei hier gerade versucht durchzusetzen, das nimmt eigentlich diese Novellierung voraus, weil das ist schon das Ergebnis wäre, dass er mit seinen Vorstellungen, mit dem, was er darin fordern wird, durchkommt. Da geht es nämlich darum, dass die Polizei anlasslos bzw. Gefahrenabwehr betreiben kann, bevor es einen konkreten Verdacht oder einen konkreten Fall gibt, und dass sie sozusagen präventiv im Vorfeld auf Veranstaltungen tätig werden können in anderen Bereichen der Gesellschaft und dass eben nicht mehr die Voraussetzung ist, dass es eine konkrete Gefahr gibt. Und genau das ist eben der Punkt, um den sich hier, glaube ich, alles dreht. Er sagt, wir müssen dahin, wir sind für Gefahrenabwehr zuständig. Wenn wir da sind, werden wir Gefahren schon erkennen und dann können wir agieren. Und das ist der Punkt, wo ich mir die Frage stelle, inwiefern man das jetzt gerade, wo es so kurz vor diesem Gesetzentwurf steht, auf dem er übrigens sitzt, wie eine Henne auf dem Ei und nicht rauslässt und alle warten darauf, dass er sagt, was er will. Aber es steht kurz vor der Beratung und wenn der Landtag im Juni darüber beraten will, könnte einem der Eindruck entstehen, dass das, was hier gerade geplant wird, ein massiver Polizeieinsatz, dass das gewissen politischen Kräften eigentlich gerade recht kommt oder vielleicht auch hintergründig lanciert wird, um sich eventuell damit auch einen gewissen Rückenwind oder Wasser auf die Mühlen der zu gießen, die dieses SOG jetzt verschärfen wollen. Vielen Dank. Eine Frage noch hier vorne. Götz Rubisch, Radio Korax. Ich habe mich die halbe A9 lang gefragt, wie es sein kann, dass ein Mensch 70.000 eine Sache versauen kann, auf die sie sich ein ganzes Jahr lang freuen. So, wer möchte das beantworten? Aha, wer möchte da mal? Die Clubkommission. Nee, ich wollte noch mal ganz kurz auf die vorige Frage eingehen. Also wir erleben durchaus, dass eine Kriminalisierung stattfindet, ganz klar, von diesen Räumen und Kulturorten. Und wir haben auch gerade in Berlin gerade diverse Kontrollen an Türen, Zollkontrollen, die mit Polizeiunterstützung quasi zusammenfolgen und so. Und das ist natürlich, also das können wir natürlich überhaupt nicht befürworten. Also wir reden hier von einer friedvollen, selbstorganisierten Kultur, die, wie gesagt, einen sehr, sehr awaren, bewussten Umgang miteinander hat. Und gerade diese Kriminalisierung und Illegalisierung auch dieser Räume sehen wir als sehr, sehr, sehr bedenkenswürdig an. Das hat jetzt leider keine Antwort auf die letzte Frage. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, wir hatten es ja angekündigt am Anfang. Ich fand das... Das hörte sich irgendwie nach fast wie so einem guten Schlusswort an von dieser Pressekonferenz. Genau. Genau. Es ist ja so, dass alle, die hier jetzt anwesend sind, auch noch eben für Fragen zur Verfügung stehen, für Einzelinterviews. Und ich würde vorschlagen, wir führen das irgendwie gleich so geordnet durch. Wir haben uns kein ganz genaues Verfahren überlegt, aber vielleicht, dass diejenigen, die das machen möchten, hier gleich vorkommen und so signalisieren, mit wem sie sprechen möchten, und dann werden wir schon organisiert kriegen. Der Ordnungsdienst ist auch noch da. Und wir würden uns an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz herzlich bei all denjenigen bedanken wollen, die uns in den letzten Tagen unterstützt haben, also nicht nur mit ihrem Unterzeichnen der Petition, sondern auch so, die signalisiert haben, dass sie das solidarisch unterstützen und auch diesen Angriff solidarisch mit uns zurückweisen wollen, und ja, die auch heute hier diese Pressekonferenz mit unterstützt haben. Dafür einen ganz großen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle.